Alessio Bertaccia, ein Kaltstart, kann man sagen, für Lugano mit einem kuriosen Eigengoal. Im Nachhinein betrachtet, hat euch das fast noch mehr angespornt für das Spiel? Nein, ich meine, der Elvis hat einen Fehler gemacht. Jeder Spieler kann einen Fehler machen. Er hat uns alle Spiele von der letzten Zeit immer geholfen. Und damals haben wir müssen ihn helfen. Nicht, dass er nicht negativ wird und so. Das kann passieren und ich glaube, die Mannschaft hat wirklich gut reagiert und ich bin glücklich für das. Was haben wir allgemein über 60 Minuten besser gemacht als der Gegner? Wir waren wirklich, ich glaube, intensiv gewesen heute. Wir haben gute Scheiben abgedeckt im anderen Drittel. Ich glaube, 60 Minuten, einfach voller Pulle gegangen jedes Mal. Und mit dem gleichen Niveau müssen wir morgen spielen. Und eben, weil Lugano hilft nur ein 6-Punkte-Wochenende. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass das morgen auch in Ambri klappt? Ja, ist klar. Es sind alle wichtigen Spiele jetzt. Es sind 10 Teams, die alle wirklich, wirklich nahe sind. Jedes Spiel zählt und es wird wahrscheinlich bis am Schluss zählen. Wir wollen jetzt ist das Spiel einfach durch. Jetzt können wir ein bisschen erholen und morgen geht es wieder weiter. Sie kommen sicher mit besseren Spielen morgen sicher. Und eben, wir müssen bereit sein.